Er hatte zwei Gesichter, ein öffentliches, ein privates. Und er tat viele Dinge, die man nicht erwartet hätte. Sexpartys im Weißen Haus. Das private Leben ist voller Geheimnisse und Schwächen. Hätte man gewusst, wie krank er ist, wäre er nicht gewählt worden. Kennedy ist alles andere als gesund. Er nimmt gefährliche Substanzen zu sich. Er hat die Öffentlichkeit belogen. Er hielt sich für unantastbar und dachte, er kommt mit allem durch. Sein wahres Ich will er verstecken. Er erschuf eine Illusion, er schuf jemanden, der er nicht war. Das war sein Leben. John F. Kennedy. Von 1961 bis 1963 ist er Präsident der USA. Nur 1000 Tage ist er im Amt. Nicht nur die Amerikaner verehren ihn bis heute wie einen Heiligen. Er ist eine Legende, weil er so jung starb und weil er die USA in einer guten alten Zeit regierte. Das ist heute wieder ein Thema, weil wir nicht wissen, wohin sich dieses Land entwickelt. Haben wir wirklich eine Zukunft? Und dafür steht Kennedy. Wacht auf, seid positiv. An ihrer Ikone zu zweifeln, für viele Amerikaner ist es ein Sakrileg. 2011 zeigt eine Fernsehserie die Schattenseiten Kennedys. Das Ergebnis sorgt noch vor der geplanten Ausstrahlung für Aufsehen. John F. Kennedy wird als schwacher Sohn eines übermächtigen Vaters inszeniert. Er wolle gar nicht in die Politik, er sei krank und von Tabletten abhängig. Und Kennedy sei ein notorischer Schürzenjäger. Seine Frau Jackie zerbreche förmlich an seiner Untreue. In den USA führt eine solche Darstellung zu einem Skandal. Im Internet verreißen Kritiker das Drehbuch. Ich finde, dass das Drehbuch Kennedy überhaupt nicht gerecht wird. Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, wie das geschrieben ist. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich möchte lachen, weil die Charaktere so dumm sind. Es ist ein Zerrbild. Für die Gegner handelt es sich um eine politisch motivierte Schmutzkampagne. Der Fall schlägt hohe Wellen. Einflussreiche politische Kreise mit engen Verbindungen zur Kennedy-Familie wollen eine Ausstrahlung der Serie verhindern. Sie führt den Widerstand an. Caroline Kennedy, die Tochter von John F. Kennedy. Sie will den Mythos bewahren, kontert und gibt ein Buch heraus mit bislang geheim gehaltenen Interviews ihrer Mutter. Ein aufsehenerregender Schritt. Meine Mutter hat es für die Geschichtsschreibung getan. Sie nahm das sehr ernst. Sie berichtete, wie das Leben mit meinem Vater wirklich war. Und das wollte sie der Nachwelt überliefern. Ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes hatte Jackie intime Interviews über ihr Eheleben gegeben. Die Gespräche sollten erst 2044 veröffentlicht werden. Warum gibt sie die Tochter bereits jetzt heraus? Alles, was Jackie nach seinem Tod über ihn sagte, war sehr schmeichelhaft, sehr positiv. Sie baut diesen Camelot-Mythos auf. Er wird zu einem Ritter in einer glänzenden Rüstung. Der Mythos Kennedy. Die Familie hält daran fest und will, dass das auch die Amerikaner tun. Doch Kennedy war nicht nur eine Lichtgestalt, er hatte dunkle Seiten. Und die will die Familie verschweigen. Die Amerikaner sollen weiter an den Mythos glauben. Wir haben das lange geschluckt, wir dachten, das stimmt alles. Aber nach 50 Jahren lernen wir langsam die Wahrheit. John F. Kennedy wollte nie in die Politik. Dass er schließlich mit nur 43 Jahren Präsident der USA wird, hat er einem anderen zu verdanken. Es ist der 20. Januar 1961. Die ganze Welt wird Zeuge des historischen Moments.
faithfully execute the office of President of the United States. Nur wenige Menschen wissen, wie es Kennedy an diesem Tag wirklich geht. Er fühlte sich gedrängt. Er wurde dazu getrieben. Es gab eine Seite an ihm, die viel offener, viel freiheitsliebender war. Diese Seite musste er unterdrücken, um die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen zu können. Es ist der Wille des übermächtigen Vaters, dass Kennedy in die Politik geht. Ein Mann, der großen Einfluss hat auf seine Kinder. Keines der Kennedy-Kinder hatte ein eigenständiges Leben, vor allem die Söhne nicht. Sie machten das, was ihr Vater wollte. Hyannisport an der Ostküste der USA, die Heimat der Kennedys, eine der reichsten Sippen der Vereinigten Staaten. Privataufnahmen der Familie. Es sind die 30er und 40er Jahre. John F. Kennedy wird als zweites Kind von 9 Geschwistern geboren. Sie nennen ihn Jack. Es ist ein leichtes und luxuriöses Leben. Doch glücklich ist Jack nicht. Er lebt im Schatten seines älteren Bruders Joe. Mit ihm führt er einen fortwährenden Kampf um die Liebe und Zuneigung des Vaters. JFK hungered for love. John F. Kennedy sehnte sich nach Liebe. Doch der Vater liebte Joe, den ältesten Sohn. Der war attraktiv, gewinnend, brillant, ein guter Student und begabter Sportler. Er war der perfekte Sohn. Und dahinter kam der dürre und sonderliche Jack. Jack ist schüchtern und zurückhaltend. Ein schlechter Schüler, der seine Unsicherheit mit Späßen überspielt. Doch das Leben im Schatten des Bruders hat einen großen Vorteil. Jack hatte größere Freiheiten, führte sein eigenes Leben. Joe hingegen musste den Erwartungen des Vaters entsprechen. Der Vater möchte, dass Joe Jr. in die Politik geht. Er soll einmal Präsident der USA werden. Davon träumt der Vater. Doch im Zweiten Weltkrieg geht Joe zum Militär. Er wird Pilot. Bei einem Einsatz im August 1944 explodiert seine Maschine. Joes Tod ändert das Leben von Jack. Nun muss er der Politiker werden. Jack ist at first quite reluctant about that. Und Jack wollte zuerst nicht. Doch der Druck der Familie, der Druck des Vaters hat ihn dazu getrieben, Joes Rolle zu übernehmen. Er ist nur ein Ersatzmann für den toten Bruder. Kennedy-kritische Stimmen behaupten immer wieder, dass es allein der maßlose und krankhafte Ehrgeiz des Vaters war, der Kennedy in die Politik zwang. In der Öffentlichkeit wird von den Kennedys immer verschwiegen, welchen Druck der Vater tatsächlich einst ausübte. Aber es gibt noch weitere Geheimnisse. Eines betrifft Jacks Gesundheit. In der umstrittenen TV-Serie Die Kennedys behaupten die Filmemacher, dass Kennedy täglich einen Medikamentencocktail schluckte und sogar eine gefährliche Substanz zu sich nahm. Tatsächlich war Kennedy ein schwerkranker Mann, was er glänzend zu überspielen wusste. Als Kind sah ich ihn in einem offenen Auto und ich dachte damals, was für ein gesunder, glücklicher und kräftiger Mann. Nach Kennedys Tod kommen seine kranken Akten in ein Archiv und sind bis heute gesperrt. Nur einmal durfte sie jemand einsehen. Die Akten waren seit 1963 unberührt. Wir haben Dinge gelesen, die bisher niemand wusste. Er war kranker, als wir vermuteten. Er nahm so viele Tabletten, dass die Ärzte für die richtige Dosierung einen exakten Plan brauchten. Kennedy weist seine Leibärztin Janet Trevell an, die Öffentlichkeit zu belügen. I'm very happy to say that he is in excellent health. He has no limitations of any kind placed on any of his activities from a medical point of view. Er hätte eine zweite Amtszeit vielleicht nicht überlebt. Er war zwar ein vital wirkender Mann, aber in Wahrheit war er einer der kränksten Präsidenten der US-Geschichte.
Kennedy ist schon früh anfällig für Infektionen. Die Hälfte seiner Kindheit verbringt er im Hospital. Er hat eine schwere Darmkrankheit, eine spastische Colitis. Weitere Beschwerden kommen hinzu. Zum Ende seines Studiums bekam er ein chronisches Rückenleiden. Das waren Schmerzen, die ihm schlimme Qualen beim Gehen bereiteten. Jack schämt sich für seine Krankheiten. Für ihn sind sie ein Zeichen der Schwäche. Als er beim Spielen hinfällt und Schwierigkeiten hat, hochzukommen, winkt er ab. Er möchte so nicht gefilmt werden. Er will kein Mitleid. Das wissen seine Freunde. Und der Kameramann wendet sich ab, als er Kennedy mit Krücken filmt. In der nächsten Einstellung fehlen sie bereits, sind weggeräumt. Er will so sein wie die anderen. 1947 kommt eine weitere Krankheit hinzu. Die Addison-Krankheit wurde diagnostiziert, eine Unterfunktion der Nebennierenrinden. Das ist sehr gefährlich, ja lebensbedrohlich. An dieser Krankheit wird er beinahe sterben. Von jetzt an hat Jack den Tod stets vor Augen. Er hatte das Gefühl, das Leben ist kurz, ich werde es nicht lange machen, also genieße ich jeden Tag, den ich habe. Und dazu gehörten auch seine Eroberungen. Kennedy will das Leben genießen und entwickelt eine große Leidenschaft für das andere Geschlecht. Mit Freunden macht er einen Ausflug. Ein Mädchen begleitet sie und Kennedy bemüht sich sofort um sie. Er buhlt um sie, hilft ihr, als sie im Schlamm stecken bleibt und hält sie von den anderen fern. Er bekommt sie, aber sie ist nicht die Einzige. Seinem Freund schreibt er, ich kann mein Ding hinhalten, wem ich will. Er hat unzählige Affären, schon als Student. Er war ein großer Frauenheld. Er wirkte auf Frauen sehr anziehend, wie ein Märchenprinz. Er bekam sie alle und er hörte damit auch nicht auf, als er Präsident der USA wurde. Auch das ist ein Geheimnis. Für Jahrzehnte. Ein Leben lang erobert Kennedy Frauen. Eine Geliebte erinnert sich. Er war nicht der rührende, anschmiegsame Mann. Sex war für ihn etwas, das man hinter sich bringt und nichts, was man mit Spaß tut. Es ging ihm nicht ums Schmusen. Er war zu tiefen Gefühlen kaum fähig. Für ihn war alles nur ein Spiel. Emotionale Bindungen und Fürsorge, dazu war Jack Kennedy nicht in der Lage. Es ist eine mechanische Eroberungslust, fixiert mehr auf Selbstbestätigung denn auf Genuss. Er hatte diese ständige Eroberungssucht. Es schien, als wäre er sowas wie ein Sexathlet. Eine solche Sicht geht der Tochter Caroline zu weit. Die Familie Kennedy hat sich nie zu seinem ausschweifenden Sexualleben geäußert. Hatte John F. Kennedy selbst keine Skrupel? Ich weiß nicht, ob er seine Affären als etwas Verwerfliches ansah. Er hat vieles verdrängt. Seine Krankheit hat ihn so beeinträchtigt, dass er sich selbst etwas vorgemacht hat. Er hat ständig gelogen. Jack will den Schein wahren. Anfang der 50er Jahre geht er in die Politik und baut ein neues, anderes Bild von sich auf. Wenn die Kamera läuft, stellt er die Krücken in die Ecke. Ein Rückenkorsett soll seine Schmerzen mildern. Er muss um jede Stimme kämpfen und entdeckt ein Talent. Er war sehr attraktiv. Vor allem sein Lachen war sehr anziehend. Und seine Blicke durchdrangen einen. Besondere Wirkung hat er auf die weiblichen Wähler. Eines Abends habe ich ihm das Essen serviert, als eine Freundin vorbeikam. Als sie Jack erblickte, hatte sie einen Ausdruck auf ihrem Gesicht, als ob sie Jesus Christus höchstpersönlich gesehen hätte. Da wusste ich, er wird keine Probleme haben, den Sitz im Kongress zu gewinnen.
Und Jack hat Erfolg. 1952 wird er zum Senator gewählt. Doch wie es in ihm aussieht, wissen nur wenige. Nur wenige Menschen kannten ihn gut. Er war ein Mann, der sich abgeschottet hat. Er hatte viele Seiten. Und Leute lernten meist immer nur eine Seite von ihm kennen. 1953 kommt es in Südfrankreich zu dem seltenen Moment, wo sich der wahre Kennedy zeigt. Er macht Urlaub und lernt wieder eine Frau kennen. Doch diesmal ist alles ganz anders. Als ich ihn das erste Mal sah, war ich wie vom Donner gerührt. Er stellte sich vor und sagte, Kennedy. Ich antwortete, entschuldigen Sie, wer bitte? Kennen Sie mich etwa nicht? Ich meinte, entschuldigen Sie, ich komme aus Schweden. Ich habe noch nie von Ihnen gehört. Ich heiße übrigens Gunilla. Er nannte mich Gorilla, schwedischer Gorilla. Gunilla von Post, eine 21-jährige Schwedin. Jack ist von ihr angetan. Und entgegen seiner Gewohnheit versucht er nicht sofort mit ihr zu schlafen, sondern redet mit ihr die ganze Nacht. Er öffnet sich und erzählt, dass es für ihn ein Problem sei, im schleichenden Schatten des toten Bruders zu leben und wie verzweifelt er bemüht sei, seinen Vater zufriedenzustellen. Und Gunilla hört zu. Wir waren verrückt nacheinander. Wir küssten uns. Und dann sagte er, ich habe mich heute Nacht in dich verliebt. Und ich sagte, oh. Wir hatten starke Gefühle füreinander. Dann meinte er, ich muss dir was sagen, ich heirate in 3 Wochen. Und hätte ich dich eine Woche früher getroffen, hätte ich das Ganze abgesagt. Am 12. September 1953 heiratet Kennedy die 24-jährige Jacqueline Bouvier. Sie ist Katholikin wie er und entstammt auch dem Geldadel. Somit ist sie eine standesgemäße Partie, findet Vater Kennedy. Er inszeniert die Trauung der beiden als Traumhochzeit und Medienereignis. Kennedy mimt den glücklichen Ehemann, doch in Wirklichkeit heiratet er aus Kalkül. In dieser Nacht sagte er mir, ich heirate bloß, weil ich 37 Jahre alt bin und Politiker. Die Leute glauben, ich sei schwul, wenn ich nicht verheiratet bin. Queer was the word he used for gay. Die politische Karriere ist der Grund für die Zweckhochzeit. Aber auch die Braut vertraut einem Hochzeitsgast ein Geheimnis an. Mein Mann tanzte mit Jackie und fragte sie, wann hast du dich in Jack verliebt? Da sagte sie, warum glaubst du, dass ich in Jack verliebt bin? Das ist schon eine bemerkenswerte Aussage für eine Braut. Kurz nach den Flitterwochen wird Jackie interviewt. Sie muss erst noch lernen, dass man nicht unbedingt sagen soll, was man wirklich denkt. You want to be with him? Yeah. You're pretty much in love with him, aren't you? Oh, no. But I said no, didn't I? Yes, you did. You want to do it again? I was hoping you wouldn't say anything because your reaction was wonderful. Hmm. It was great. You are pretty much in love with him, aren't you? I suppose so. Jackie wünscht sich, dass die Liebe wächst. Doch die Ehe gestaltet sich schwierig. Sie interessiert sich nicht für Politik, er sich nicht für Kunst. Sie leben aneinander vorbei. Dann entdeckt sie, dass er sie permanent betrügt. Nach einem Jahr Ehe, so ein Freund, sah sie aus wie die Überlebende eines Flugzeugabsturzes. Doch Jackie bleibt und kämpft um ihre Ehe. Jackie had a different attitude about marriage. Jackie hatte eine andere Einstellung zur Ehe wie die meisten von uns. Sie akzeptierte, dass ihr Mann nicht treu sein konnte. Sie nahm es hin, was viele Frauen ja niemals tun würden. Zur gleichen Zeit nehmen die Rückenschmerzen von John F. Kennedy dramatisch zu. Er will sich operieren lassen. Doch die Ärzte warnen ihn, die OP sei zu gefährlich. Doch er wagt es. Aus einem einzigen Grund.
Er war wütend und sagte zu mir, ich wäre nicht in diesem verdammten Bett, wenn es nicht um Politik ginge. Er glaubte nicht, dass er auf Krücken seine politische Karriere vorantreiben könne. Die Operation schlägt fehl. Sein Leben hängt an einem seidenen Faden. Kennedy riskiert alles für die Politik und wird geschockt. Ein Republikaner gab eine Cocktailparty, um zu feiern, dass Jack die Operation nicht überleben würde. Denn damit hätten die Republikaner die Mehrheit im Senat gehabt. Er gab eine Cocktailparty, um Jacks Tod zu feiern. Doch Jack überlebt. Und trifft eine Entscheidung. Er schreibt seinem Schwarm Gunilla, will sich scheiden lassen und aus seinem bisherigen Leben ausbrechen. Als der Vater davon erfährt, soll er gebrüllt haben, kriegst du es nicht in deinen Schädel? Es ist nicht wichtig, wer du bist. Wichtig ist nur, was die Leute denken, wer du bist. Das persönliche Glück zähle nicht. Und Kennedy knickt ein. Der Vater war his. Sein Vater gab immer die Richtung an. Er folgte ihm, im Guten wie im Bösen. Er wollte seinem Vater gefallen, seinem Land. Und am Ende starb er, weil er allen gefallen wollte. Er verliebte sich in mich, aber er konnte mich nicht haben, weil er Präsident werden wollte. Mit seiner ganzen Kraft wirft sich Kennedy 1960 in den Wahlkampf um das Weiße Haus. I am today announcing my candidacy for the presidency of the United States. Enge Mitarbeiter verfolgen die Kandidatur mit unguten Gefühlen. Ich wollte auf keinen Fall, dass er als Präsident kandidierte, weil ich wusste, dass er zwei Lügen lebte. Die eine, er war ein Schürzenjäger, der unglücklich verheiratet ist. Und die andere, er hatte diese schrecklichen Krankheiten, die ihn töten könnten. Doch er gewinnt die Wahl. Kennedy wird Präsident der USA. Der Vater hat seinen Traum verwirklicht. Für John F. Kennedy fangen die Probleme jetzt erst an. Er steht nun ständig im Blickpunkt der Öffentlichkeit und darf nicht zeigen, wie krank er ist. Dabei hat er große Schwierigkeiten, durch den Alltag zu kommen. Wenn er Schmerzen hatte, konnte er sich morgens seine Socken nicht anziehen. Auf einem Foto steht er gedankenversunken im Oval Office am Schreibtisch. Und alle dachten, dieser tiefsinnige Mann. In Wirklichkeit hatte er Schmerzen. Deswegen hatte er seine Hände auf dem Tisch. Seltene Aufnahmen. Das ist der wahre Kennedy. Neben den Rückenproblemen leidet er noch immer unter starken Magen- und Unterleibsschmerzen. Jeden Morgen nimmt er einen Medikamentencocktail zu sich. Er nahm Schmerzmittel für seinen Magen, Metamucil und Lomotil und Abführmittel. Er nahm krampflösende Mittel, Phenobarbital als krampflösendes Mittel für seine unteren Muskeln. Er nahm Cortison, Cortisonspritzen und Codein gegen die Schmerzen. Manchmal bekam er von seinen Ärzten dreimal am Tag Spritzen mit Schmerzmitteln. Dann raffte er sich auf, ging vor die Kameras und nahm seine offiziellen Aufgaben wahr. Vor den Kameras ist er der strahlende Held. Wie sein Vater es ihm gepredigt hat. Es kommt nicht darauf an, was du bist, sondern wofür die Leute dich halten. Dafür ist er bereit, ein immer größeres Risiko einzugehen. Im Weißen Haus empfängt er heimlich einen umstrittenen Modearzt der gehobenen New Yorker Gesellschaft. Er gilt als Wunderdoktor. Dr. Max Jacobson. Seine Patienten nennen ihn auch Dr. Feelgood. Wir mochten ihn nicht besonders nach allem, was wir von ihm gehört hatten. Wir wussten, er mischt seine eigenen Medikamente. Wenn er ins Weiße Haus kam, kontrollierte ich immer seinen Arztkoffer und sah, dass sich in den Ampullen, die immer klirrten, wenn er lief, so eine seltsame orangene Flüssigkeit befand.
stuff that looked like orange juice, and then they would clink as they walked. Kennedys Sicherheitsdienst lässt eine Probe analysieren. Das Ergebnis ist schockierend. Es handelt sich um Amphetamine, auch Speed genannt. Ein heute verbotenes Rauschmittel, das Euphoriegefühle hervorruft. Kennedy weiß um die Wirkung und lässt sich trotzdem weiter behandeln. Er stand unter Drogen. Nicht, weil er high sein wollte, sondern schmerzfrei. Einer seiner Ärzte schrieb einen Brief und warnte: Sie können so nicht weitermachen. Sie sind der Führer der freien Welt. Sie können keine Entscheidungen treffen, wenn Sie unter diesen Drogen stehen. Doch er machte weiter. Ein US-Präsident, der sich im Weißen Haus Drogen spritzen lässt. Für viele Amerikaner noch heute unvorstellbar. Tatsächlich geht Kennedy sogar noch einen Schritt weiter. Im Mai 1961 bietet er Dr. Jacobson auch Jackie zu spritzen. Sie leide an Depressionen. Kennedy will, dass ihn seine Frau nach Europa begleitet. Er will mit ihr glänzen. Der Plan geht auf. Neben Jackie kann Nina Khrushchev, die Frau des sowjetischen Führers, kaum beeindrucken. Auch in Paris bei Charles de Gaulle bezaubert Jackie mit ihrer Schönheit und ihrem Charme. Sie ist der heimliche Star. Bei der Pressekonferenz entzückt Kennedy mit seinem Eröffnungssatz. Mr. Minister, ladies and gentlemen. I do not think it altogether inappropriate to introduce myself to this audience. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. In Wirklichkeit ist ihm sein Bild in der Öffentlichkeit wichtiger als die Gesundheit seiner Frau. Jack Kennedy didn't think of women as equals. Für Jack Kennedy waren Frauen nicht gleichberechtigt. Sie waren zum Vergnügen da oder zum Kindergroßziehen. So sah er Frauen. Und seine Freunde hatten die gleiche Meinung. Viel hat Kennedy von seinem Vater übernommen. Immer wieder besucht er ihn auf dem Familiensitz in Ianisport, auch um sich von ihm politisch beraten zu lassen. Nur wenige Tage nach diesen Aufnahmen erhält Kennedy eine Nachricht. Sein Vater hat einen schweren Schlaganfall erlitten. Sofort eilt der besorgte Sohn zu ihm. Ich glaube, er fühlte eine tiefe Verbundenheit zu seinem Vater. Immer wieder sagte er sich, er war es, der alles möglich machte. Auch, dass er jetzt der mächtigste Mann der Welt ist. Er hat viel aufgegeben, um dieses Ziel zu erreichen. Und dennoch setzt er alles aufs Spiel. Er kann einfach nicht von seiner alten Leidenschaft lassen. Sein Leibwächter Larry Newman erinnert sich. In dieser Nacht hatte ich Wache im Hotel. Die Aufzugstür ging auf und heraus kamen zwei Edelprostituierte und gingen in die Präsidentensuite. Einer der Polizeioffiziere fragte mich, passiert so etwas oft? Und ich sagte, nein, nur nachts, tagsüber reisen wir. Das habe ich wirklich gesagt. Das Fremdgehen wird zur täglichen Routine. Kennedy unterhält wahllos Affären. Bobby Baker, ein befreundeter Politiker, erinnert sich. Er sagte regelmäßig zu mir, Bobby, ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich nicht jeden Tag einen frischen Hintern bekomme. Das war sein Motto. Was genau hat Jackie über die Affären ihres Mannes gewusst? Die amerikanische Öffentlichkeit spekuliert bis heute. Immer wieder tauchen Gerüchte auf, sie selbst hätte Affären gehabt. Beweise dafür gibt es nicht. Nach außen hin wirkt ihre Ehe intakt. Im Sommer 63 ist Jackie wieder schwanger. Jack bleibt ihr zwar weiter untreu, doch er gibt sich mehr Mühe, seine Affären zu verheimlichen. Wir wussten in jeder Minute, wo Jackie war. Eine der unangenehmeren Anweisungen war die, dass wir unter bestimmten Umständen, also wenn jemand bei ihm war, verhindern mussten, dass die First Lady ihn in flagranti ertappte.
Ist Jackie unterwegs, nutzt Jack jede Gelegenheit und feiert Sexpartys. Sogar im Swimmingpool des Weißen Hauses. Seine Leibwächter schieben vor den Türen des Pools Wache. Man hörte laute Musik, wildes Lachen, Kreischen. Wir hatten klare Anweisungen, niemanden zum Pool vorzulassen. Es gab keine Ausnahme. Wenn hohe Militärs uns vor der Tür stehen sahen, wussten sie, dass der Präsident im Pool war. Dann kehrten sie um in den Lagerraum. Keine der Frauen wird überprüft. Für uns war das ein Albtraum. Wir waren so paranoid, dass wir jedes Mädchen mit einem Akzent für gefährlich hielten. Es könnte sich ja eine Spionin unter ihnen befinden, doch Kennedy ignorierte die Gefahr. Sommer 63 lernte eine 27-jährige Ausländerin kennen. Da war eine deutsche Schönheit namens Ellen Romage. Sie war himmlischer als Elizabeth Taylor. Und ist eine Bekannte von Bobby Baker. Ein Freund Bill Thompson sagte, Baker, wo hast du dieses hübsche Mädchen her? Schick sie mir mal. Ich könnte sie Kennedy im Weißen Haus vorstellen. Ich antwortete ihm, sie wird begeistert sein und hoch erfreut. So sorgte ich dafür, dass sie ins Weiße Haus kam. Noch weiß Kennedy nicht, dass es eine verhängnisvolle Affäre wird. Am nächsten Tag rief mich der Präsident an und sagte, Bobby, das war der beste Sex meines Lebens. Ich danke dir. Über JFKs Eskapaden zu reden, fällt mir immer noch schwer. Wie konnte er, ich muss das so hart sagen, derart dumm sein, sich so angreifbar zu machen? Vor allem zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte. Ich verstehe es nicht. West-Berlin im Juni 1963. Kennedy ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Deutschen bereiten dem amerikanischen Präsidenten einen begeisterten Empfang. In der eingemauerten Stadt verspricht er, die freie Welt vor dem Kommunismus zu verteidigen. I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Er gibt den Menschen Hoffnung und Zuversicht. Noch weiß er nicht, dass es die letzten unbeschwerten Tage in seinem Leben sind. Zu Hause wartet eine Hiobsbotschaft auf ihn. FBI-Chef Hoover hat eine peinliche Nachricht für Kennedy. Hoover sagte, wir haben die Information, dass Ellen Romage womöglich im Weißen Haus war. Wahrscheinlich ist sie eine ostdeutsche Agentin. Das FBI nahm an, dass sie ein Spitzel der Stasi ist. Kennedy ist nur einen Wimpernschlag von einem Skandal entfernt, der ihn das Amt kosten könnte. Die Affäre mit Romage muss vertuscht werden. Er bittet seinen Bruder Bobby um Hilfe. Der ist Justizminister und handelt sofort. Sie schoben Ellen Romage nach Deutschland ab. Ich habe gehört, dass die Kennedys über $1 Million nach Liechtenstein überwiesen, um Ellen ruhig zu halten. Doch der Senat will den Fall untersuchen. Mit wem hatte Romage Kontakt? Senator, is there any possibility that the German girl who has played a rather large role in this picture so far might be recalled from Germany to testify? Well, if this investigation turns up any information which would make it necessary, we would certainly ask the State Department to bring her back. Der Fall ist für Kennedy nicht ausgestanden. Doch dann trifft ihn ein Schicksalsschlag. Im August 63 kommt sein Sohn Patrick zur Welt. Doch das Kind schwebt in Lebensgefahr. Kennedy eilt ins Krankenhaus. Als wir den Flur herabgingen, kamen wir an einem Zimmer vorbei, in dem zwei kleine Mädchen lagen. Kennedy hielt an und fragte, was passiert sei. Der Arzt erklärte ihm, dass ein Mädchen schwere Verbrennungen an einer Hand hätte und das andere am Hals.
the other child had had burns on the throat, and so Kennedy. Kennedy schrieb jedem Mädchen eine Nachricht und sagte, ich möchte, dass sie das bekommen. He penned a note with each child to. Er vergewisserte sich, dass sie die Zettel bekamen. Erst dann ging er zu seinem Sohn. Das zeigte mir, wie viel Menschlichkeit in ihm steckte. Später am Abend starb sein Kind. Later on that evening, the child died. Der Schicksalsschlag schweißt Jack und Jackie wieder enger aneinander. Der Leibwächter Clint Hill erinnert sich. Patricks Tod brachte sie näher zusammen als jemals zuvor. Zu diesem Zeitpunkt entschloss sich Jackie, den Präsidenten beim Wahlkampf zu unterstützen. Sie begleitete ihn deshalb auf diese Reise nach Texas. Dallas, 22. November 1963. Kennedy ist auf Wahlkampftour. Als er landet, ist er besorgt. Das Life Magazine berichtet an diesem Tag, dass Bobby Baker in Washington Politikern Frauen zugeführt haben soll. Ein Skandal lässt sich kaum noch verhindern. Doch jetzt muss er Wahlkampf führen, lächeln, alles überspielen. Auch seine Schmerzen. Wieder trägt er sein Rückenkorsett. Zum Begleittross gehört an diesem Tag auch Leibwächter Clint Hill. Er fährt im Wagen hinter Kennedy. Um 12.30 Uhr biegt die Kolonne in die Elm Street ein. Plötzlich fällt ein Schuss. Ich sah, wie sich der Präsident an den Hals griff. Ich wusste sofort, dass er in Schwierigkeiten war. Ich sprang vom Begleitwagen und rannte nach vorn zu seinem Wagen. Ich versuchte, von hinten an den Wagen zu gelangen. Ich wollte mit meinem Körper den Präsidenten und seine Frau schützen. Doch bevor er das Auto erreicht, fällt ein weiterer Schuss. Kennedy ist tödlich getroffen. Die Menschen sind fassungslos. Die Umstände seines Todes bergen viele Geheimnisse. Ein ganz banales trägt er am Körper, sein Rückenkorsett. Die erste Kugel trifft nicht nur Kennedy, sondern auch den Gouverneur, der vor ihm sitzt. Der sackt sofort zusammen und ist aus der Schusslinie. Kennedy bleibt aufrecht sitzen. The first bullet. Die erste Kugel hätte ihn normalerweise nach vorne gerissen, aber er trug sein Rückenkorsett. Es ist eine tragische Ironie des Schicksals, die zu seinem Tod führte. Das Korsett hielt ihn aufrecht und ermöglichte dem Schützen, ihn mit der nächsten Kugel zu töten. So starb Kennedy auch, weil er glaubte, er müsse nach außen hin stark und vital erscheinen. Ein Mann ohne Schwächen. Das Staatsbegräbnis wird zu Jackies Bühne. Noch in der Mordnacht von Dallas ließ sie in der Kongressbibliothek nach Dokumenten suchen. Wie wurde Abraham Lincoln beigesetzt? Auch er wurde ermordet und zum Mythos. Sie ermuntert ihren Sohn, vor dem Sarg zu salutieren, weil sie um die Macht der Bilder weiß. In der Bewahrung des Andenkens an John F. Kennedy scheint Witwe Jackie Trost zu finden. Damit begründet sie einen Mythos, der über die Jahrzehnte wirkt. Sie tat das, was jede Witwe machen würde, den toten Ehemann moralisch zu überhöhen. Sie tat es für ihre Kinder, denn sie kannten ihren Vater kaum, weil sie noch so klein waren. Sie sollten ihn in guter Erinnerung behalten, und wir auch. Das ist auch die Sorge der Tochter Caroline Kennedy.
Deshalb will sie die Ausstrahlung der umstrittenen Fernsehserie Die Kennedys verhindern. Und es gelingt. Die TV-Serie wird 2011 aus dem Programm genommen. Der History Channel strahlt die umstrittene Miniserie The Kennedys nicht aus. Und nun zur neuen Miniserie über die Kennedys und dem Drama hinter der Kamera. Caroline Kennedy verhindert die Ausstrahlung. Wie ist ihr das gelungen? Darüber will sie nicht sprechen. Stattdessen lenkt sie das öffentliche Interesse auf die geheimnisvollen Interviews mit ihrer Mutter, die Caroline Kennedy überraschenderweise am 14. September 2011 veröffentlichen wird. Über die Inhalte darf bis dahin nicht berichtet werden. Doch was steht drin in dem Buch, das mit großer Spannung erwartet wird? Nichts Neues ist zu vermuten. Jackie gab die Interviews ein Jahr nach Jacks Tod. Zu einem Zeitpunkt, als die Mythenbildung in vollem Gange war. Der aktuelle Kampf um die Deutungshoheit. Viele Amerikaner scheinen noch immer nicht bereit zu sein, den Menschen hinter der Legende zu sehen. Die Menschen fragen sich, wie er wirklich war. Er hatte viele Seiten. Die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Er war ein ambivalenter Charakter, aber das wird noch dauern. John F. Kennedy gab seinem Volk Hoffnung und Zuversicht. Privat war er ein Mensch mit vielen Schwächen. Das ist sein eigentliches Geheimnis. Wer ihn gut kannte, hat das längst akzeptiert. Er war eine komplexe Persönlichkeit. Wenn man einen Edelstein ins Licht hält, sind einige Seiten glitzernd und strahlend, andere Seiten sind dunkel. Man sieht nie nur das eine. And there was nothing consistent in either way.